Hallo Leute und willkommen zu einer kleinen Runde Wolfenstein. Wir werden uns heute mal ein bisschen die Kampagne, den Einzelspieler angucken. Und ja, Wolfenstein wollte ich immer schon mal gespielt haben. Ich habe da noch nie wirklich einen Teil gespielt. Immer mal wieder zwar ein Gameplay, ein Video hier auf YouTube gesehen, aber noch nie wirklich mal selber gespielt. Und ja, jetzt habe ich mir den aktuellsten Teil, ist es ja noch, mal gekauft und ja, schauen wir einfach mal. Ich habe die Grafikoption soweit alles aufs Höchste hochgeschraubt, also wir spielen ja auf dem PC. Und ja, starten wir einfach mal die Kampagne. Und wir machen natürlich ein neues Spiel. Und wir spielen auf. Ja, ich bin eigentlich immer so einer, der immer auf dem leichtesten spielt. Deswegen frage ich meinen Papa, ob ich spielen darf. 2 Minuten bis Raketenstart. Alle Mann an die Stationen. Alpha Wolf! Alpha Wolf! Wir glauben, dass ein Spion an Bord ist. Sollen wir den Raketenstart gegen London verschieben? Was? So leicht kommen Sie nicht davon. Was haben Sie in der Tasche? Zeigen! Eine Bombe! AFG Hauptquartier. Hier spricht Agent BJ Blazkowicz. Wecken Sie den Direktor. Ich muss ihn treffen, sobald ich gelandet bin. Ihre Mission auf der Tripitz war ein Erfolg, BJ. Sie liegt auf dem Grund des Ozeans. Danke, aber ich sorge mich mehr über das Medaillon, das ich gefunden habe. Das tun wir auch. Dutzende von Spezialisten untersuchen es momentan. Was haben Sie herausgefunden? Sehr wenig, aber genug, um weiterzumachen. Das Symbol auf dem Medaillon wurde von einem Clan von Mystikern verwendet. Sie beteten eine gewisse schwarze Sonne an. Es ist unbekannt, wer sie waren, seit die Gruppe bei einer Katastrophe ausgelöscht wurde. Dann, vor ein paar Jahrzehnten, wurde das Symbol von der Thule-Gesellschaft übernommen, einer okkulten deutschen Gruppe, zu der auch einige hochrangige Wölfe gehören. Ohne Zweifel gehören einige auch der Abteilung für Paranormales an. Ja, in der Tat. Aber noch interessanter sind die Kristalle, die in dem Medaillon sind. Man findet sie nur an einem Ort auf der Welt. In der deutschen Stadt Isenstadt. Wir haben dort Kontakt mit den Widerstandskämpfern des Kreisauer Kreises aufgenommen. Sie hatten einige interessante Informationen. Das ist Alpha Wolf Viktor Zetter, ein aufstrebender Stern in Höllers Abteilung für Paranormales. In den letzten Wochen hat er in Isenstadt eine Operation begonnen, aber niemand weiß, was dort geschieht.
Also halten Sie das Medaillon für ein Ergebnis von Zetas Arbeit? Das sollen Sie herausfinden, Agent Blaskowitz. Sie sollen nach Isenstadt reisen, sich dort mit den Widerstandskämpfern treffen und die Situation einschätzen. Es tut mir leid, dass Sie schon so rasch wieder ins Feld müssen, BJ. Aber Sie kennen sich mit solchen Sachen aus. Sie sind der einzige Mann für den Job. Kein Problem. Wann fange ich an? Unverzüglich. Die Reisevorbereitungen wurden bereits getroffen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Agent Blaskowitz. Vielen Dank, Sir. So, bevor es hier weitergeht, ja, Intro haben wir gesehen, sah meiner Meinung nach ja schon relativ cool aus, die ganze Szene da auf dem Schiff, hat mich anfangs ein bisschen an Sniper Elite V2 erinnert, muss ich sagen, und ja, auch das dann mit diesem, ja, Kristall, das war auch ziemlich, ja, abnormal, ja, auf jeden Fall war ziemlich cool und ich bin erstmal gespannt, wie es weitergeht. So, kommen wir mit. Achso, was ich noch vergessen habe. Das ist mir auch hier eben bei der einen Szene hier aufgefallen. Den Untertitel möchte ich gerne einschalten. Das ist, denke ich mal, fürs Zuschauen auch etwas angenehmer. So, weiter. Agent Blaskowitz, ich gehöre zum Kreisauer Kreis. Kommen Sie mit mir. Ihre Tarnung ist hier bereits aufgeflogen. Was, hier runter? Au! So, mit C bestimmt, ja. Und ja, wie man auch eben gesehen hat, die Symbolik aus dem Zweiten Weltkrieg, also wir spielen das hier natürlich in der Uncut-Version. So, wo müssen wir hier lang? Umschalt links sprinten, also die klassische Shooter-Steuerung hier. Leertaste springen. Okay, das macht er automatisch. Agent Blaskowitz, ich bin Erik Engel. Ich arbeite mit dem Kreisauer Kreis zusammen. Hören Sie zu, wir haben nicht viel Zeit. Die Wölfe durchstreifen den Bahnhof. Irgendwie haben sie von ihnen erfahren. Aber wir können hier noch nicht weg. Offensichtlich bietet sich hier eine günstige Gelegenheit. Ein Sondereinsatzzug mit experimentellen Waffen steht am Bahnsteig 1. Ich habe gehört, dass Sie für ein bisschen Ablenkung zu gebrauchen sind. Also, schnappen Sie sich ein paar Waffen von dem Tisch und dann los. Ach ja, sobald Sie in der Stadt sind, können Sie mehr Munition und Upgrades auf dem Schwarzmarkt bekommen. Okay, Schwarzmarkt, so welche hier der Tisch? Wir können hier nicht stehen bleiben. MP40 ist schon mal cool. Gut, und jetzt los. Der Sondereinsatzzug wartet nicht auf uns. Ja, der wartet schon noch. Was ist das da? Sieht irgendwie komisch aus. So, was ist denn das hier? F zum Aufnehmen. Ah, das war Geld. Sammeln Sie Gold, um auf den Schwarzmarkt Waffen-Upgrade zu kaufen. Okay. Cool. Oh, das sind sie ja schon, aber hier habe ich Geheimdokument 1 von 5. What the? Was, sammeln Sie Daten, um Waffen-Upgrades freizuschalten, okay? Boah, da ist aber irgendwie das Blut weggegangen. Bam, 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 bam. Boah, what? Granate. What the hell? Ja, komm, mach mal hier. Tür wieder auf. Erstmal hier ein bisschen gucken. Hier ist bestimmt noch Gold, ja. Oh, da fehlt schon der Kopf. Munition. Oh, aus der Hüfte feuern ist aber nicht so angenehm. Ja, immer diese Widerstandskämpfer hier. Erstmal die Munition. Ja, kommt hier mit deiner... Oh, fuck, die war ja... Nein, nicht die Tür aufmachen. Ich möchte die Munition hier aufnehmen. Was, Granate sollte ich schmeißen? Das geht doch bestimmt mit G, oder? Jawohl. Die Animation sieht aber ziemlich cool aus eben, wenn man eine Granate schmeißt. Boah.
fliegen die Fetzen. So, wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um. Kann man hier irgendwie nur die Munition? Okay, scheint voll zu sein. Oh, hier liegen. Oh, der Aua. Ja, der Arme, aber der ist eben verschwunden. Das ist ein bisschen schade. Es ist ja schon so krass ankert hier. Was muss ich machen? Sehen, wie gut Sie Sachen kaputt machen können, BJ. Zerstören Sie diese versperrte Tür. Was? F halten? In Deckung! Das geht gleich in die Luft! Jojo. Oh, die Fässer gehen bestimmt auch gleich, ja. Warte mal, machen wir das hier auch nochmal gleich. Bevor das noch hier die Gegner machen. So. Oh, was liegt da? Oh, eine K98. Cool. Habe ich jetzt aber. Die MP40 habe ich noch, okay. So. Ja, Kreuzfeuer. Oh, da oben. Oder sind das unsere? Nein. Aber ich muss schon sagen, ich finde das Spiel bis jetzt relativ cool. Warte mal, ich will da was fast schießen. Also cool in dem Sinne, ja, mal wieder so ein, ich sag mal, Zweiten Weltkrieg-Shooter, der so ein bisschen auf die, auf Spionageart sich bezieht. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Oh, wie siehst du aus? So, wo müssen wir denn lang? Hier rein? Hier nehme ich mal lieber die MP im Haus. Oh, was suchst du hier auf einmal? Boah, die blocken mich ja aber ganz schön. Alter, der geht aber auch nicht kaputt. Der geht aber auch nicht kaputt. Der, wo da in der Ecke steht. Ja, schmeiß ich auch nochmal eine Granate. Wo waren das jetzt alle? Sieht so aus, sowas gibt's hier. Noch ein Geheimdokument. Ich bin mir sicher, ich habe schon wieder ein paar übersehen, vergessen. So. Oh. Gleich mal hier gesnackt, den Typen. Haben wir irgendwas Spannendes? Da ist so. What? Ja komm, fall um. Gib mir Unterdrückungsfeuer. Gut geschossen. Na komm, stürm einfach mal vor. Ah fuck, ich hab keine Grenade mehr. Brenn! So. Erstmal hier ein bisschen rumgucken. Haben wir hier irgendwas? Nein, oh, da war eben. Aber das. Hä? Ich hab gedacht, das kam. Achso, da ist der Hang. Ah, 3 von 5. Okay. So, nee, darunter springe ich mal lieber nicht. Am Ende bin ich noch tot. Hier laden wir gerade mal nach. Oh, was geht denn hier ab? Nachkampf-Action. Wie der geflogen ist. Bam, 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 bam. Boah, wie die Einschusslöcher gleich wieder weggehen. Das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Boah. So, was, der Zug ist da jetzt gekommen. Was, MG? Oh je. Oh, und ich habe keine Granate, schade.
Oh, oh, oh. Oh cool, man kann sogar während dem Sprint nachladen. Das ist immer ziemlich cool, das zu wissen. Oh, jetzt bin ich auf einmal ins MG. Muss ich das? Okay, muss ich anscheinend. Was? Verteidigen? Ja. Oh. Da oben laufen auch wieder ein... welche. Boah, wieder die Köpfe fliegen. Da rollen die Köpfe. What? Bam, bam, bam. Laufen wir aber auch alle schön rein. Boah. Wieder der Kopf ab. Wow. What? Boah, ich will jetzt erstmal gucken, wie das hier aussieht. Kopf. Arm ab. Boah, was hier alles rumliegt. Krasse Sache. Oh, was ist denn das hier? What the hell? What the hell? Ich werde mich um ihn kümmern. Treffen Sie uns beim Versteck des Kreisauer Kreises. Den Standort finden Sie auf Ihrer Karte. Okay. Wie müssen wir jetzt lang? Voll so eben das Schwer... voll so ein Schwerkraftsding hier eben. What the? Bam, bam, bam. Sind die erst tot? Jetzt wieder nach vorne und hier. Bam, 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 bam. Voll in die Ecke. Wo ist der andere? Doch da. Crazy shit auf jeden Fall. Oh cool, wenn ich springe, dann habe ich auch diese Mondphysik. Das nenne ich sie mal. Jetzt weiß ich nur nicht, sind die jetzt tot oder nicht? Das, da ist auf jeden Fall noch einer. Zwei sogar. Oh, 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 oh. Ich weiß gar nicht, wie man Nahkampf macht. Mit V bestimmt, ja genau. Hä? So. Wow. Hui. Oh, warte mal, da ist ein Fass. Hat das jetzt was gebracht? Auf jeden Fall höre ich welche schreien. So, warte. Alter, wie hoch? Boah. Ich wollte schon hier sagen, hier voll der Fallschaden. Nein, keine Granate. Uah. Komm, geh down. War's das? Oh, ich geh einfach mal hier weiter. Oh, das war's. Kommen Sie, Agent Laskowitz, folgen Sie mir. Mission erfüllt. Habe ich mich mit Erik Engel vom Kreisauer Kreis getroffen. Leider gibt es einen Maulwurf. Die Wölfe wussten von meiner Ankunft. Wir konnten uns freikämpfen und einen Sondereinsatzzug zerstören. Er hatte ungewöhnliche Munition gelagert, die bei der Explosion die Schwerkraft aufgehoben hat. Alles und jeder schwebte an der Decke. Ohne Frage hat das etwas mit Alpha Wolf Zeta und dem Thule-Medaillon zu tun. Hoffentlich finde ich mehr heraus, wenn ich mich mit Caroline Becker treffe, der Anführerin des Kreisauer Kreises. Alles klar, da hätten wir die erste Mission erfüllt und da würde ich auch mal sagen, dass wir ja auch die erste Folge beenden. Und ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel, muss ich sagen. Also ich werde das, denke ich mal, noch ein bisschen weiterspielen und auch noch ein paar ja, Gameplay-Videos dazu aufnehmen. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Wolfenstein.